Leute, was geht? Verzeiht, dass ich am Sonntag nicht live und dass seit ein paar Tagen wieder keine Videos online gekommen sind. Der Entschuldigungsboss, man kennt ihn. Oder wen juckt's? Ihr hängt doch alle eh auf TikTok ab, Digga. Ist doch nicht wichtig hier. YouTube Deutschland hat gerade nicht so viel zu bieten, das war eigentlich der wahre Grund. Der Einzige, der ein bisschen gecurried hat, ist Zeltix. Er hat ein neues Video hochgeladen. Lohnt sich der größte Fake-Markt der Welt? Das hört sich auch interessant an, Digga. Darauf hab ich Bock. An der Stelle müsste diese Woche die Podcast-Ecke fertig sein und dann starten wir auch direkt mit dem Podcast. Die werden dann wahrscheinlich mittwochs und sonntags auf dem zweiten Kanal hier online kommen, damit ihr Bescheid wisst. Und wenn's gut läuft, kommt auch schon Sonntag direkt die erste Folge. Seid gespannt. So, los geht's! Fake-Produkte sind in anderen Ländern ein deutlich größeres Geschäft als hier in Deutschland. Vor allem im asiatischen Markt sowie in der türkischen Metropole Istanbul ist der Verkauf von Fake-Produkten zum... Ah, also ist er nach Istanbul geflogen, okay. ...großen Standard geworden. Im heutigen Video teste ich den größten Fake-Bazar der Welt und versuche besonders gut gefälschte Produkte zu ergattern. Sind das wirklich gute Produkte oder ist das wirklich komplette Scheiße? Ich sag's euch, wie es ist, Digga. Istanbul wird immer krasser. Also diesen Fake-Markt gibt's ja schon viel länger. Aber was Schuhe angeht oder AirPods und so, was er gerade in der Hand gehalten hat, das haben wir schon gut drauf. Ich bin auch kein Freund von Fake-Klamotten, okay? Aber selbst in meinen Eiern juckt das manchmal, einfach so eine Fake-Mui-Tasche zu holen, so eine Sporttasche. Weißt du, fürs Reisen juckt doch kein Bruder, ob's echt so ist. Ich weiß, wie ich mein. Ich bin echt gespannt, wie er das gemacht hat, weil in Istanbul erlauben die eigentlich nicht aufzunehmen. Neues Intro, Istanbul-Edition, okay? Ja, Leon, was ist los? Ach, Philipp, das heutige Video ist wieder so teuer und wir haben langsam kein Budget mehr. Aber Leon, Matchmaster supportet doch unser heutiges Video. Ach, stimmt. Danke, Matchmasters. Hey. Dankeschön, Matchmasters, für dieses Placement. Wir skippen und gönnen natürlich Celtic seinen Hack. Ehre, Ehre, Ehre. Man kann alles gewinnen, was man möchte. Sag mal was. Hallo. Lauter. Hallo. Das hier ist Kubi. Kubi ist zum Glück Türke und für heute wird er uns helfen, dass wir nicht abgezogen werden. Denn bei richtigen Touris trauen sich die Verkäufer auf jeden Fall noch dreister zu. Es ist scheißegal, ob du ein Touri bist oder dort lebst, du wirst trotzdem verarscht sein. Wir befinden uns, wie ihr sehen könnt, in Istanbul, die Weltmetropole. Es ist extrem voll hier. Wir haben hier eine Mission. Gib doch Bescheid, du Wichser, Alter. Ich wäre mitgekommen, wäre richtig cool geworden. Nämlich checken wir den größten Fake-Bazar auf der ganzen Welt aus. Okay, Leute, wir sind jetzt da. Da vorne seht ihr es, Old Bazaar. Und es geht in jede verdammte Richtung. Überall gibt es... Ich muss euch eine Real-Life-Story erzählen, was da passiert ist. Normalerweise will ich es im Spiel erzählen, aber ich erzähle jetzt einfach. Wir waren da mit Ali und Amir, das ist auch schon Jahre her, okay? An dem Tag war ein Spiel von Konejma und so. Wir sind da hingegangen. Hä, nicht, ne? Bruder, die Jungs gucken sich so Schuhe und so Sachen, was sie sich halt kaufen wollen. Fake-Parfüm, Wilmem, ne? Bruder, ich muss so mies auf Toilette. Und in diesem Bazaar gibt es keine Toilette, okay? Bruder, ey. Digga, es war nicht schön. Es war wirklich nicht schön. Amir hat mich so mäßig getragen. Draußen bin ich dann in Jaime auf Toilette gegangen, Bruder. Es war sehr unangenehm. Ich würde jetzt noch was Ekelhafteres sagen. Aber okay, das machen wir uns jetzt wieder auf Scheiß drauf. Das Fake Shops. Okay, einen Teil davon sage ich euch. Ich bin mit meinem Kopf gegen die Wand geklatscht, Bruder. Das war das Erste und das Andere erzähle ich euch dann im Stream. Zuallererst wollte ich... Während ich auf Toilette musste, okay? Also Kopfschmerzen, plus blaue Stirn, plus dass ich scheißen musste. Es war nicht gut. Einen typischen Fake-Sneaker-Koppen, der Nike Dunk Low. Wie wir in der Vergangenheit schon bei einem Video von mir gesehen haben, sind die ja nicht wirklich schwer zu faken. Hier die Naht, daran kann man es irgendwie erkennen. Dann war hier unten irgendwas noch und dann hier an den Punkten. Was das Schuhgame angeht, bin ich komplett raus. Ich kenne mich mit Schuhen gar nicht aus. Ich bin voll der Standard-Kanake, Bruder. Auch voll der Hänger. Was ziehe ich an? Yeezys, TNs, Air Max. So, ich bin voll der Hänger, Bruder. Ich bin voll raus, was das Thema Schuhe angeht. Aber diese Dunks, diese Low Dunks, die gefallen mir gar nicht, Bruder. Keine Ahnung wieso. Noch irgendwie was. Ich hätte jetzt auch. Ne, mir auch noch. Tuna, Fiat Willen. Okay, sie haben 633 Euro oder so. Würdest du auch wahrscheinlich für einen 20 kriegen. Kannst du jemanden nach dem Preis fragen? Fiat Willen, oder? 450. 20 Euro, 25 Euro oder so. 23 Euro. 23 Euro. Kriegst du sogar noch günstiger, Bruder. Guck mal. Heftig, Alter. Digga. Richtig, können wir beide mitnehmen. Und genau das haben wir auch getan. Ich habe hier extra für euch ein originales Paar Nike Dunk Low in Grau gekauft. Unter anderem auch für ein anderes Video, das werdet ihr aber nächste Woche erfahren, was das Ganze ist. Was haltet ihr von Nike Dunks? Für mich einer der besten Schuhe, die es überhaupt gab. Ich bin komplett raus, Bruder. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht so schuhaffin. Wenn ihr mir coole Schuhe empfehlen wollt, was einem 25-jährigen 1,73 großen Mann stehen würde, dann schreibt mir einfach auf Instagram und schickt mir Bilder zu, okay? Ich bin auch kein Freund von so dicken Schuhen, weil ihr wisst, ich bin klein, Bruder. Da sieht das aus, als wäre ich ein Clown. Leider mittlerweile sehr, sehr ausgelutscht, weswegen ich keine Safe. Mehr trage. Spaß. Safe ausgesprochen, den trage ich jeder. Ich trage immer noch meine Pandas. Die haben jetzt 180 Euro gekostet, was extrem viel ist für einen Schuh. Und jetzt vergleichen wir mal. Aber tatsächlich gefällt der mir in Grau mehr als er in den Schwarz, ne? Die 20 bis 25 Euro Dunks, inwiefern die sich unterscheiden?
unterscheiden. Also, wir haben hier das echte Paar für 180 Euro im Resale. Wir haben hier ein Fake-Paar, das war vom ersten Shop, für 25 Euro. Und das hier ist das zweite Paar für ca. 20 Euro. Das okay. hier ist der echte, das sind die beiden Fakes. Das sind auf jeden Fall drei verschiedene. Auf Anhieb erkennt man zwischen dem mittleren und dem linken nicht so einen großen Unterschied. Bei dem rechten sieht man auf jeden Fall diese Farberkennung, also den Unterschied so. Verschiedene Grautöne, der kommt hier noch ganz gut an ihn dran. Aber der, wenn man den jetzt only mit dem Original vergleicht, da sieht man schon direkt den Unterschied. Damit ihr es euch merkt, der links hier ist immer der echte. Wir sehen hier auch direkt hier verschiedene Zeichen. Ihr habt es ja schon im Video gesehen, Nike SB. Es kommt an der Stelle Props an Celtics, Bro. Das sind wirklich coole Formate. Richtig stark. Eigentlich müssen wir sowas mit den Jungs auch machen, Alter. Laso und Armin, wenn ihr das seht, lass mal ein bisschen Gas geben, Bruder. Jede Woche essen bockt doch irgendwann nicht mehr. Komplett falsch und ansonsten. Aber by the way, danke schön für den Support auf dem Hauptkanal. Das Video auf dem Hauptkanal kam sehr gut an. Ich bedanke mich. Fürs Kochen haben wir einfach auch schon wieder fast 200.000 Aufrufe gemacht. Küsse eure Herzen. Beste Community Deutschlands, Wanda. Hier auch Nike SB. Also das kann man schon auf dem ersten Blick sogar sehen. Wenn wir die Schuhe umdrehen, sehen wir auch hier, das ist relativ gleich. Aber beim anderen Schuh ist die Nike-Bestickung ganz anders. Und auch ja, auch Katastrophe, Bruder. Sieht ja richtig scheiße aus, Alter. Auch weiß und nicht grau. Hier ist eine Nike SB-Sohle. Hier ist keine Nike SB-Sohle, sondern ganz normal und auch in schwarz. Und hier natürlich auch ganz normal Nike. Vom Muster her unterscheidet sich da nicht viel. Das haben die gut gemacht auf jeden Fall. Allerdings sieht man hier auch Unterschiede. Zum Beispiel geht das hier über dem und hier ist das schon ganz anders aufgebaut. Genauso wie auch hier. Aber wenn man so im Detail guckt, dann fällt einem schon relativ schnell auf, dass das gefälscht ist. Auf der anderen Seite nicht. Da ist alles gleich. Das finde ich cool. Man fühlt sich gar nicht wohl darin. Man hat nicht so einen richtigen Grip. Ja, damit würde ich nicht so gern rumlaufen. Also, was lernen wir daraus? Man kann es auf jeden Fall machen. Wenn man keinen Bock auf 180 Euro Schuh hat, was ich absolut verstehen kann, kann... Ich würde es nicht machen, Bruder. Also, da würde ich sagen, dass es noch bessere Fake-Seiten gibt oder auch viel bessere Shops gibt. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, dass die mit Leon da einfach schnell rumgelaufen sind, einfach in zwei Läden rein. Okay, die nehmen wir einfach mit fürs Video. Es gibt aber auch Läden in Istanbul, Bruder, da ist wirklich High-End-Fashion. Da zahlst keine Ahnung, einen 60er statt 180 und du hast 1:1 denselben Schuh. Also gefühlt von der Optik her, weiß ich meine. Sollten wir uns mal merken. Liebe Grüße an meinen Produzenten auch in Istanbul, wir müssen das mal machen, wirklich ohne Spaß. Kann man sich diese Schuhe kaufen, wenn man auf Dunk steht. Ich weiß es zwar nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Schuhe sind echt nicht gut für die Füße. Kann ich natürlich hier nicht beweisen, aber die Schuhe sind nicht gut verarbeitet. Also kommen wir zur Bewertung. Den 20 Euro Schuhen gebe ich 0,5 von 5 Sternen. Diesen Schuhen gebe ich 1 von 5 Sternen. Das Einzige, was an den Schuhen wirklich gut ist, ist der Preis auf jeden Fall und dass so die eine Seite ganz gut gefälscht ist. Aber mehr auch irgendwie nicht. Würde ich Sorry, Alter, aber ich muss die ganze Zeit Props geben an den Jungen. Auch diese Optik und so sieht wunderschön aus. Also der Junge gibt sich Mühe auf jeden Fall. Nicht nochmal kaufen, müsst ihr selber wissen. Leute, ich glaube, wir haben... Parfüme, jetzt bin ich gespannt, Bruder. Wir haben einen guten Laden für Parfums gefunden. Cool. Ich will eins zu eins ein Video auch machen, ohne Spaß. Was sagt er? Er sieht zum ersten Mal, dass jemand Parfums aufnimmt. Ah. Ja, aber das Problem bei Parfüm ist, du kannst ja als Zuschauer von YouTube-Videos her nicht erriechen. Aber es ist bei Essen ja genauso, du kannst es nicht erschmecken. Aber es ist trotzdem cool, Bruder. Komm mal. Perfekt, Digga. Kennen den ich packten mit. Wo? Wie die Kügel. Aber dann der Geld. Und dann wie Günther. Sehe ich genauso. Auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem Telegram-Schwarzmarkt. Die sind schon krass. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie lange ist die Haltbarkeit? Dafür müssten wir jetzt theoretisch fünf Stunden. Maximal einen Tag oder zwei Tage wahrscheinlich. Stunden hier stehen und warten. Da haben wir dann natürlich keine Zeit. Bleibt uns nichts anderes übrig, außer zu kaufen. 60 Euro, sagt er ungefähr. Bis Lost Cherry oder was? Ich hab schon auf 40 runtergegangen. Bruder, wie schnell lässt er sich denn runterhalten? Von 60 auf 40, ganz schnell. Ja. Bruder, diese Parfüme sind noch weniger wert, glaube ich. Ich kaufe 30. Auf dieser Schiff auf 35 Euro. 650 Lira. 35 Euro. Das ist okay, oder? Koppen wir, oder? Okay, wir sind bei einem weiteren Parfumladen und Kubi hat sich gedacht, wir holen uns einen weiteren Preis. Boah, diese Red Cherry oder wie die Kacke heißt von Oud, das will ich mir auch kaufen. Das riecht auch sehr geil, Alter. Riecht richtig geil. Mein Parfüm-Game ist auch nicht krass. Walla, Marc, wenn du das siehst, ich hoffe, er kommt zum Podcast, Bruder. Wir müssen mein Parfüm-Game erweitern, Marc. Einen, um zu gucken, ob der davor uns gefällt. Guck mal, das Problem hier ist, wenn es jetzt um Preise geht, dieser türkische Bre hat auch nicht so viel gemacht, weil die reden ja sowieso Deutsch und die halten eine Kamera drauf. So oder so werden die gefickt, was Preise angeht. Aber am Ende des Tages geht es ja nur darum, wie gut ein Produkt ist oder wie vergleichbar gut ein Fake-Produkt ist, weiß ich mal. Sehen. Gescammt hat. Das riecht aber ein bisschen schlechter. Nee, ist gell? Das riecht gleich, Bruder. Sicher? Ja. 600 Lira. Das sind? Schon mal weniger als der andere. Von Anfang an? Ja. Wie viel sind 600 Lira? 600 wären... 31. Ja. Und man kann auch runtergehen, ne? Das sieht man mal. Okay, gerade erfahren, dass wir von dem Parfümverkäufer vorhin mies hochgenommen worden sind. Der, bei dem wir gerade sind, hätte uns das Parfüm für 10 Euro weniger verkauft. Und jetzt haben wir bei dem noch das Baccarat Rouge gekauft für 35 Euro. Da ist die Nachfrage halt eben sehr hoch, deswegen konnte er nicht weiter runtergehen, aber der ist auf jeden Fall günstiger. Und wie die runtergehen können, Bruder? Mann, Alter. Ja, als andere von vorhin.
Aber ich muss zugeben, ich bin auch sehr, sehr schlecht auf dem Buzzer. Meine Jungs sind da viel besser drin. Ich denke mir auch jedes Mal, Bruder, ob ich jetzt ein 20 oder 15 Euro zahle für Dings, juckt mich nicht, Bruder. Das ist immer so unangenehm. Statt ich 20 Minuten meines Lebens verschwende, mit dem Typen zu diskutieren, ist die Kerne Banane am Anerkennen. Hallo und... Es ist fast ein... Ich beleidige einfach. Scheiße. Gott, vergebe mir meine Sünden. Herzlich willkommen zum Parfum-Test. Ihr habt es gerade schon gesehen, wir haben zwei Parfums. Parfum! Einmal das Tom Ford Lost Cherry bei dem ersten Verkäufer, der uns relativ krass gescammt hat. Und einmal das Baccarat Rouge. Ich weiß, ich glaube, ich habe es ein paar Mal im Video falsch ausgesprochen, deswegen bitte, bitte. Baccarat Rouge kann ich vorher nicht. Leidet mich nicht in den Kommentaren, bitte. Zweimal hier die große Version. Davor seht ihr die beiden kleinen Versionen, die original sind. Wir kommen nochmal zum Preis. 35 Euro, 35 Euro. Zum Vergleich mal, das originale Tom Ford Lost Cherry 300? Kostet 400 Euro. Wow, 400? Das originale Baccarat Rouge, 200 Milliliter, kostet 365 Euro. Leute, was sind das für Summen? Wir machen den Test jetzt erstmal... Geisteskrank, Bruder. Spielzeug für Reiche, ich sag's euch, wie es ist. ...mit Tom Ford Lost Cherry. Ihr seht es, die Verpackung ist relativ gleich. 1:1 sogar gemacht hier. Die haben das sehr gut gefälscht. Ich glaube, das sind sogar Originalverpackungen, die irgendwie gerippt haben oder so. Und wenn wir das hier aufmachen, sieht man hier schon die ersten Unterschiede. Das erste, was mir aufgefallen ist, das Magnetding ist einfach abgegangen. Der Kleber war nicht stark genug fürs Fake. Zwei verschiedene Rottöne tatsächlich. Also ihr seht hier, es ist eher so ein richtiges Kackrot. Und das ist hier so Cherryrot, das Originale. Wir haben natürlich hier... Das linke sieht nicht schlecht aus. ...einen super starken, coolen Kameramann am Start, der die beiden Parfums vergleichen kann. Deswegen sprühe ich mal drauf, zu meiner Linken, von eurer Perspektive, das Originale und zu meiner Rechten, das Fake. Und dann kann Philipp mal testen. Also Philipp, wir haben hier das Original und einmal das... Fun Fact, dieser Philipp kommt, glaube ich, auch aus Gladbeck. Liebe Grüße. Fake. So, und du musst mal riechen, ob die beiden gleich riechen einfach, okay? Okay, ich bin jetzt kein Profi, aber man merkt schon, bei dem Original ist das intensiver und das ist eher so mild angelehnt und... ist eher so mild und eher so... Das Original ist auf jeden Fall, hält, glaube ich, naja... Mann, ich hab schon gesagt. Das war schon gut eigentlich, was du gesagt hast. Das ist so gleicher Geruch. Ja. Das wollte ich mal sagen. Das ist der gleiche Geruch, aber das ist irgendwie mehr. Und jetzt ist die Frage, Bruder. Ist es mir wert, 400 Euro für ein richtiges Parfüm auszugeben, was nicht so intensiv ist? Oder ich habe halt ein ähnliches für 35 Euro, was einen Tag hält? Eigentlich eine gute Alternative. Ich sag's euch, wie es ist, Bruder. Ja. Ja, okay. Also Leute, so wie Philipp es schon gesagt hat, der Geruch ist schon relativ gleich. Man riecht auf jeden Fall raus, dass es Tom Ford Lost Cherry ist. Das haben sie gut gemacht. Aber die Intensivität ist auf jeden Fall viel schwächer vom Fake als beim Originalen. Also man muss wirklich kräftig an einem riechen, um das Parfum überhaupt wahrzunehmen. Genau so sieht es auch bei der Haltbarkeit aus. Ich habe das Parfum schon einige Male drauf gemacht und ich habe gemerkt schon nach einigen Stunden, dass man das fast gar nicht mehr riechen kann. Ist eigentlich rein logisch, nach dem, was uns erzählt wurde von unserem Scam-Verkäufer. Ich hätte nichts anderes erwartet. Also, eine Alternative ist es auf jeden Fall. Ich kann es absolut verstehen, wenn man kein Geld für eine 400 Euro 100 Milliliter Parfumflasche hat. Allerdings muss man auch dazu sagen, man weiß bei solchen Produkten wie vom Fake-Ding nie, was da wirklich drin ist. Vielleicht kann es die Haut reizen, vielleicht kann man allergisch drauf reagieren, vielleicht ist da absoluter Müll drin. Deswegen würde ich immer zu dem Originalen... Also ich denke schon, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Ich denke mal, vor 20 Jahren war es ein bisschen schlimmer oder vor 10. Aber mittlerweile nutzen die bestimmt Sachen, dass einen Menschen keinen Ausschlag bekommt, das. Das kann ich mir schon vorstellen. Tendieren, weil es erstens stärker, intensiver ist und zweitens länger hält. Plus, die Sachen sind auf jeden Fall zertifiziert und du weißt halt 100%. Was drin ist. Ich würde sogar eher bevorzugen, eher günstigere Originalparfums zu kaufen, weil du da auch weißt, was da drin ist und sie riechen ja auch nicht schlecht. Für mich leider auch nur 1,5 von 5 Sternen. Wir kommen zum nächsten Händler. Baccarat. Ja, wird genau dasselbe sein, Bruder. Das ist eigentlich unnötig jetzt. Rouge. Ein sehr, sehr geiles Parfum, muss ich auch sagen. Ich habe das jetzt erst nach den Käufen hier das erste Mal getestet. Und ich muss echt sagen, das ist wirklich ein richtig, richtig, richtig gutes Parfum. Der Hype ist auf jeden Fall krass. Alle, die sich mit Parfums auskennen, die kennen natürlich dieses Parfum. Und das auch zu Recht. Die Verpackung auch hier ist wie beim Originalen. Da fehlt nichts. Das haben die gut drauf auf jeden Fall, Bruder. Irgendwann, die kaufen die massig nach. Was ich weniger glaube, weil so Packungen kann man eigentlich schon schnell faken. Sag ich euch, es ist voll. In Istanbul, Bruder. Wie gut gemacht. So sieht die Flasche aus. Und zum Vergleich mal die Originale. Das hier ist das Fake, das hier ist das Original. Man sieht hier, das ist Gold und das ist Silber. Okay, krass. Ich weiß gerade nicht, ob das originale große auch Gold ist. Müsste ich mal nachgucken. Können wir hier mal einblenden. Logo hier passt eigentlich. Philipp, wir testen mal auf deinem Arm. Fake. Original. Meiner Meinung nach... Es wäre besser gewesen, hätten die ihre Augen verdeckt und dann gesprüht. Weißt du, ich meine, weil so ist doch das Gehirn immer darauf eingestellt. Ah, ich weiß, dass das Fake ist und das ist echt. Komplett. Oder was sagst du? Ich würde auch sagen, bei dir gleich. Aber ich würde sagen, bei den Fake ist das irgendwie noch so, das geht nicht ganz in die Nase, das ist ein bisschen mild. Aber nicht so viel, sondern nur so... Ja. Hat jemand dieselbe Erklärung wie vorhin bestellt, das war abzusehen, oder? 10%, aber ist schon krass. Ist auf jeden Fall krass. Besser als das andere, ja. Ne? Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Das hier ist auf jeden Fall, das Originale ist natürlich stärker so, ist ja auch klar. Aber das ist auf jeden Fall besser gefälscht als das andere Lost Cherry Parfum. Muss man wirklich zugeben. Intensivität nicht allzu
zu krass wie bei dem hier. Und das Problem auch bei Baccarat Rouge finde ich persönlich, dass es allgemein nicht so krass riecht. Es ist kein so Parfum, der den ganzen Raum einnimmt, sondern das ist so ein Low-Key-Geruch. Also relativ ähnlich wie beim anderen, nur besser gefälscht, finde ich. Man kann sogar schon sagen, gut gefälscht, ne? Also es ist eine Top-Alternative, wenn es nur auf Geruch, Intensivität und Haltbarkeit geht. Auch dort ist die Haltbarkeit nicht so gut wie bei dem Originalen, sondern das Parfum verfliegt auch schon nach einigen Stunden und man riecht nichts mehr. Wie gesagt, auch nochmal hier ein kleiner Disclaimer. Wir wissen nicht, was drin ist. Keine Ahnung. Ich würde nach wie vor, gerade bei Parfums generell, immer noch das Original bevorzugen. Aber jeder soll entscheiden, wie er möchte. Sterne würde ich dem geben 3,5 von 5. Okay. Kommt noch ein Produkt. Leute, wir wollten jetzt gerade eigentlich gehen, aber ich habe gesehen, hier ist noch ein Elektro-Fake-Market. Da kann man AirPods holen. Die müssen wir natürlich auch testen. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, die AirPods werden am besten abschneiden. Weil wir die auch immer in den Telegram... Hab auch Kollegen, die massig AirPods verkauft haben, Fake-Dinger. Am Schwarzmarkt-Videos testen, ne? Mal gucken, wie viel die kosten. Guck mal, bei der 850 steht Original Authentic. Meinst du, die sind Original Authentic? Das müssen wir doch herausfinden, oder nicht? Kommen wir zu unserem letzten Produkt, AirPods Pro. Gefälscht für 41 Euro. Das ist die Verpackung. Wir haben gerade mal abgecheckt und 1:1 verglichen. Es sieht komplett genauso aus, außer das hier. Das ist absoluter Müll. Da steht 100% Authentic. Warum macht man das, Alter? Das ist nur noch mehr Fake. Aber sogar hier die Folie ist relativ gleich. Sehr satisfying. Ja, manchmal ist türkische Gehirnschalt ein bisschen anders. Braucht man nicht draufschreiben, oder? Zeigen immer. AirPods Pro kriegt man derzeit für, ich weiß nicht, 180 Euro oder sowas. Ein sehr beliebtes Produkt in general. Deswegen gibt es auch natürlich auch sehr viele Fakes. Sehen wir natürlich hier designed bei Apple in Kalifornien. Wahrscheinlich bei Apple in Kalifornien und nicht in East. Oder? Unsere Case hier in so einem Kleber. Das haben ich glaube, die werden sogar nicht in Israel produziert, sondern massig in China gekauft, Bro. Hier unten drunter Kabel. Ja, kennen wir alles schon, ne? Hier sogar noch Ohrstöpsel. Wenn wir den ganzen Spaß hier aufmachen, sehen wir hier eigentlich schon originale AirPods, ne? Die sehen sehr echt aus. Wir haben hier einmal zu meiner Linken die originalen AirPods Pro und hier zu meiner Rechten die Fakes. Wenn wir die jetzt mal angucken, dann sehen wir relativ gleich. Ja, passt. Unten auch passt. Ist auch nicht so schwer, ne? Wenn wir jetzt mal hier hochklappen, guck mal hier, das ist schon mal vertauscht. Diese, ja, zum Wegschmeißen und sowas, ist hier vertauscht. Das ist auf der linken Seite, das andere ist auf der rechten Seite. Ansonsten sieht so ein einzelner AirPod relativ gleich aus. Mhm. Mit dem bloßen Auge erkennt man das halt absolut nicht, ne? Wer das Telegram Schwarzmarkt-Video gesehen hat, weiß eigentlich schon Bescheid. Da waren die Designs auch komplett 1:1 eigentlich. Also das haben die auf jeden Fall schon gut gemacht. Nur, wie ist der Sound? Das ist natürlich das Allerwichtigste. Und funktioniert Noise Cancelling. Wir machen den Test. Okay. Noise Cancelling wird nicht funktionieren, aber der Sound wird gut sein. Dann verbinden wir mal den Aal. AirPods Pro werden direkt als AirPods Pro auch erkannt. Oh, da steht sogar. Krass. AirPods können nicht verifiziert werden. Diese Kopfhörer können nicht als Original AirPods verifiziert werden und funktionieren möglicherweise nicht erwartungsgemäß. Digga, das ist neu, oder? Ja, das ist neu. Krass. Krass. Ich habe jetzt hier transparent drin. Hörst du was raus? Nee. Okay, ich versuche mal, Noise Cancelling reinzumachen. Geräuschunterdrückung an. Test, test, test. Test, test, test. Ja, komplett gleich eigentlich. Transparent und Geräuschunterdrückung. Und die Qualität ist chöp. Philipp, mach mal den Test. Okay, krass. Das ist richtig shitty, Digga. Ja. So dumpf, weißt du, ich meine? So Wasser in den Ohren. Ja, ja. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr schaut ein Video auf YouTube auf 360p. So fühlt sich das einfach an. Okay. Absolut nicht empfehlenswert so. Für 40 Euro kriegt man auch bei Mediamarkt bessere Kopfhörer. Deswegen auf jeden Fall ein 0 von 5 Sterne Produkt. To conclude, we can say, die Sachen haben sich eigentlich alle nicht gelohnt, außer vielleicht das Baccarat Rouge. Ich will nicht nochmal beim türkischen Fake-Markt einkaufen, auch wenn das Erlebnis ganz spannend war. Es hat sich absolut nicht gelohnt vor. Oh, okay, ich sag's euch, wie es ist, eine Inspiration. Wenn das Video 100.000 Aufrufe gemacht hat, nach einem Tag, nicht mal, und 8.000 Likes, dann hat das auf jeden Fall Potenzial. Glaubt mir, es gibt viel bessere Läden. Wenn ihr wollt, dass ich das mal mit meinen Jungs mache, weil ich werde dieses Jahr ein bisschen mehr Gas geben, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch rüberkommt, weil ich ja ein bisschen inaktiv auf dem zweiten Kanal bin, es ist sehr viel geplant dieses Jahr. Ja, der Hauptkanal soll nicht nur einmal die Woche ein Video haben. Ich finde, mein Hauptkanal sollte 2 Videos die Woche kriegen. Und auf den zweiten Kanal werden wir sowieso ohne Ende Sachen rausballern. Rudi ist in 2-3 Monaten mit seiner Schule fertig. Ich werde die Jungs zusammentrommeln und dann warten wir es einfach mal ab. Ich glaube, dieses Video geht noch einen Ticken besser. Ich versuch's. Aber ansonsten war es sehr unterhaltsam. Dankeschön, Celtics. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder, wenn ich gute Videos gefunden habe. Passt auf euch auf.